herzlich willkommen zum kapitalgipfel 2017 mit top informationen rund um die private geldanlage ich spreche jetzt mit dem initiator markus jordan er ist herausgeber und chefredakteur des extra magazins das sich intensiv mit passiven anlagestrategien und etfs beschäftigt herr jordan warum sollten private anleger sich mit passiven anlagestrategien beschäftigen naja, weil man damit sehr flexibel Geld anlegen kann und viele Anlagefehler vermeidet. Das Thema zum Beispiel der geringen breiten Streuung oder hohe Kosten kann man dadurch sehr gut vermeiden. Und ETFs vereinen eben viele Vorteile, die diese Fehler vermeiden lassen. Auf diesem Kongress wird ja jetzt auch deutlich, dass sogenannte Finanzblogger sich dieses Themas angenommen haben. Also, ich habe mal reingeschaut, das ist ganz unterhaltsam. Ist das nur unterhaltsam oder kann man von diesen Finanzbloggern auch was lernen? Naja, wir beobachten ja den äh, Markt für ETFs sehr lange schon und in den letzten Jahren ist uns da eben eins aufgefallen, dass gerade so Finanzblogger, also Privatpersonen, die es sich zur Leidenschaft gemacht haben, über Geldanlage zu sprechen oder zu schreiben, eben äh, äh, stärker äh, hochgekommen sind. Ähm, und wir haben dann gedacht, äh, denen könnte man mal im Rahmen dieses Kapitalgipfels einen schönen Rahmen geben und haben dann eben vier Finanzblogger gefragt: den Finanzvisier, Finanzrocker, Dividendenadel und als Krönung noch den Dr. Gerd Kommer, der ja auch äh, im als Finanzbuchautor sehr bekannt ist. Und ich glaube, dass Anleger da eben sehr viel lernen können und äh, vor allen Dingen von neutraler Stelle gute Informationen bekommen. Wenn Sie lernen, dann stehen Sie vor der Frage, wie mache ich es dann? Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie es selbst machen oder es gibt die Möglichkeit, dass Sie dann in irgendeiner Weise ein Produkt kaufen, das von Profis gemanagt wird. Wie ist diese Frage zu beantworten? Haben Sie das Gefühl, dass die privaten Anleger immer mehr in der Lage sind, so etwas selbst auch anzugehen? Ja schon. Wir merken das ja bei uns auf der Webseite auch. Die Nutzerzahlen steigen, das Interesse steigt, die Interaktionen mit den Lesern steigt. Also es ist ein großes Interesse da, bedingt natürlich auch durch die niedrigen Zinsen. Und das Schöne an dem ETF ist eben, dass man ihn selbst sehr gut nutzen kann. Man kann aber auch mittlerweile viele Angebote wahrnehmen, also fertige Portfoliolösungen zum Beispiel. Oder bei den Direktbanken gibt es so Musterportfolios, denen man folgen kann. Oder eben auch jetzt über digitale Vermögensverwaltungen, wo man dann von profi Profihandel ein ETF-Portfolio zusammengestellt bekommt. Und man kann was sehr simples machen. Man kann Sparpläne machen. Bei Banken, bei vor allen Dingen Direktbanken, aber auch bei Filialbanken immer mehr sind die der Königsweg für Anleger, die sich so allmählich an das Thema ETFs ranwagen. Naja, der Sinn eines Sparplans ist ja, mit kleinen Anlagebeträgen über einen langen Zeitraum ein Vermögen aufzubauen. Und äh, wenn man jetzt also das Altersvorsorgeziel, das Sparziel Altersvorsorge hat und ich möchte bis zum Rentenalter, was weiß ich, 200.000, 300.000 Euro ansparen, dann kann ich das eben heute, während ich im Berufsleben stehe, mit einem Sparplan sehr einfach und flexibel tun und vor allen Dingen auch sehr günstig. Wir haben jetzt kürzlich erst bei uns im Magazin äh, auch die ganzen Direktbanken, Filialbanken und Fondsplattformen getestet. Das waren, wenn ich richtig weiß, 19 Stück. Äh, und da sieht man schon gewisse Unterschiede, und gerade so Portale wie unser Portal hilft da und gibt Orientierung, um eben dann möglichst günstig und effizient mit ETFs und Sparplänen deine Vermögen aufzubauen. Gut, das ist sowas wie der Wachstumsmotor. Ein weiterer Wachstumsmotor könnte das Thema digitale Geldanlage sein, also digitale Beratung, digitale Vermögensverwaltung. Es stellen sich hier ja sogenannte Fintechs vor, also das ist so ein Kunstwort aus Financial und äh, Technologie. Äh, Sie testen diese auch. Äh, was kann man davon halten? Funktionieren die? Sind die so gut? Ja. Also grundsätzlich, vielleicht noch mehr Leute, was ist denn eigentlich eine Vermögensverwaltung? Weil viele Anleger war eine Vermögensverwaltung gar nicht zugänglich, weil die Einstiegshürden, also die Anlagebeträge, da sehr hoch waren. Mit den neuen Anbietern, diesen Robo-Advisern oder digitalen Vermögensverwaltungen, sinken diese Hürden. Ich kann also zu einem Anbieter gehen, legt da 10.000, 20.000 Euro an und der Anbieter managt dann für mich das Portfolio, also sorgt dafür, dass das immer meinem gewählten Anlagestrategie sozusagen im Rahmen bleibt und ich dann sicher über entsprechende Marktphasen geführt werde. Und wir haben da, wie Sie schon gesagt haben, die Angebote auch getestet kürzlich. Findet man einen ausgiebigen Testbericht bei uns in der aktuellen Ausgabe vom Extra-Magazin und auch auf der Webseite. Und man sieht da schon noch Unterschiede. Es gibt Kostenunterschiede. Es gibt teilweise auch Unterschiede bei den Anlagestrategien. Also die einen machen es sehr passiv, die anderen sehr aktiv. Die anderen haben niedrigere, ganz niedrige Anlagebeträge, Mindestanlagebeträge, die andere eher höher. Also da muss man Schon ein bisschen auch ins Detail schauen. Allgemein haben einen Vorteil: Für den Anleger wird der Service abgenommen. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema ETFs auseinandersetzen möchte, aber nicht selbst es tun möchte, würde ich vorschlagen, sind digitale Vermögensverwaltung auf jeden Fall mal eine der mit ersten Anlaufstellen. Wie ich schon vorhin erwähnt hatte, Alternative könnten auch so Portfolio-ETFs sein. So, dann muss man natürlich also jetzt nochmal zum Schluss die Frage klären. Wie macht man das am besten, wenn man sich dem Thema ETF nähert? Was raten Sie? Wie kommt man dann zur besten Anlagestrategie mit ETFs für sich selbst? Also bei uns ist es so, dass wir bei uns auf dem Portal das auch so pflegen. Wir bieten einen kostenfreien Newsletter, wo man sich anmelden kann und da erst mal, kriegt man erstmal allgemeine Informationen. Dann haben wir auf der Webseite auch einen kostenfreien Teil, wo eine Akademie quasi angeboten wird. Da findet man unzählige Erklärtexte, wie ETFs funktionieren. Dann bieten wir zum Beispiel auch Anlageleitfäden, wenn man sich für ein spezielles Thema interessiert, welche ETFs man da auswählen sollte. Also da tun wir schon sehr viel. Und die nächsten Schritte sind dann aus meiner Sicht. Sich mal ein bisschen mit einem Webinar zum Beispiel tiefer in diese Materie einzusteigen und äh, dann auch ruhig mal äh, Veranstaltungen so wie diese heute zu besuchen ähm, und dann auch äh, Gespräche zu suchen mit den Anbietern. Die sind alle sehr äh, offen für Gespräche und dann äh, findet man auch sehr leicht einen Zugang dazu. Und vielleicht das eine oder andere ausprobieren, natürlich erstmal mit kleinem Geld. Ja, das ist ja das Schöne an ETFs. Ein ETF kostet so ein paar hundert Euro, je nach. Produkt, was man sich auswählt. Das heißt, wenn man jetzt so 5000 Euro beispielsweise anlegen möchte zum Testen, da kann man sich schon wunderbar ein breit gestreutes Portfolio aus verschiedenen ETFs zusammenstellen und einfach mal das beobachten. Und so würde ich übrigens auch bei Robo-Advisern, also bei diesen digitalen Vermögensverwaltungen, vorgehen. Ich würde mal einen kleinen Anlagebetrag anlegen, das mal ein paar Monate anschauen, den Anbieter so ein bisschen kennenlernen und dann, wenn es passt, sukzessive einfach das Vermögen aufstocken. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also der Kapitalgipfel 2017, eine wahre Fundgrube für Anlagestrategien mit ETFs, aber eben auch anderen Anlagestrategien. Mehr Informationen und Videos können Sie abrufen äh, bei extrafunds.de oder extra-funds.de äh, und zwar im Internet.